Held freigeschaltet. Wen haben wir denn freigeschaltet? Wir haben freigeschaltet Nivus. Ja, aber ob der jetzt wirklich besser ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Pirat. So, dann machen wir den hier. Was macht denn da eigentlich? Füge zwei zusätzliche Meteore hinzu. Ja, Shop könnten wir uns Sachen kaufen wieder, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht aktuell. Verlorener Dschungel. Sag ich mal, auf in den Kampf. Ja, da gibt es jetzt den Nekromanten. Könnte man jetzt natürlich wieder auf Zauberer gehen, wenn man wollte, aber ich glaube, mit unserem Bogen fahren wir aktuell noch ganz gut eigentlich. Was kommt denn hier? Dschungelspinne, wilder Krieger. Machen wir hier mal den. Machen da einen Bogen. Machen da vielleicht einen Magier. Ich weiß nicht, ob der Magier nicht da fast sinnvoller gewesen wäre, aber ich lasse ihn jetzt erstmal. Ich glaube, da sind wir aktuell noch ganz gut aufgehoben. Archers ready. So. For honor and glory. Und wo kann ich noch was hinsetzen? Da könnte ich auch noch einen Bogen, glaube ich, machen. Weil der Nekromant, der ist toll, der kann tote Truppen beschwören als Skelette wieder, die für einen kämpfen. Hier müssen wir aufpassen. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, hier irgendwo beim letzten Level war wahrscheinlich auch noch so ein Alien, das, da haben wir wieder einen. Muss ich beim letzten Level dann, wenn wir da mal die anderen Challenge-Modus-Versionen machen oder sowas, gucke ich da mal rein. Ich weiß nicht, ob die da nur in dem Haupt... in dem normalen Spielmodus vorhanden sind oder auch in den Challenge. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. So. Dann machen wir hier mal die Spinnen alle fertig. Also hier muss man aufpassen, da kommen dann einfach mal so Facehugger einfach raus, die die Truppen zu Parasiten-Monstern machen. Ich höre auch, dass die Spinne hier wartet. So, machen wir hier vielleicht schon mal den. Der müsste den da ja auch abdecken. Dann können wir den nämlich zu dem anderen machen, denke ich. So, vielleicht machen wir denn hier erstmal die Ritter wieder. So, den könnten wir dann auch, denke ich, demnächst aufwerten, aber vielleicht weiß ich nicht, ob wir erstmal nicht die Vögel sogar machen. So. Freedom! Dann machen wir hier vielleicht mal die Vögel. Hat der nämlich schon mal mehr Reichweite?
So. Da kommen jetzt, glaube ich, nur Wespen, nicht die großen. Wenn ich das richtig gesehen habe, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Was haben wir denn hier? Da oben wilder Krieger. Wer kommt da? Da kommt ein Hexendoktor und wilde Krieger. Where be the treasure? Da kommen jetzt nämlich die Parasiten. Freedom! Die sich zu sowas entwickeln. Deswegen habe ich da jetzt erstmal Truppen hingesetzt. Besser, weil dann nämlich nicht die Ritter betroffen werden. I put a spell on you. So, das wäre nämlich ungünstig, wenn die Ritter... Neuer Schwitzer und Parasit. So, den könnte ich auch mal aufwerten eigentlich. Wäre vielleicht nicht schlecht. Oder ich gehe jetzt erstmal hier auf den... ne? Hier erstmal den Nekromant mache, das wollte ich sagen. With me I bring death. Dass wir nämlich hier vorne einfach mal mehr Verteidigung erreichen. Ich weiß gar nicht, ob die Parasiten, ob die auch Skelette befallen konnten oder ob das nicht ging. Drink up, Meartis, yo-ho! Da würde ich dann selbstverständlich auch noch irgendwann einen machen. So, da haben wir nämlich hier jetzt einen Skelettkrieger. Ahoy, Matey! Neuer Pukai-Reiter. So, da fliegt jetzt blöderweise der Pukai noch weiter. Die Spinnen konnte er, glaube ich, nicht machen, ne? Ox is ready, man. So, diesmal kommen sie sogar gar nicht erst durch. Freedom! Uiuiuiui! Nein! Ja, Mist. Ich muss hier oben definitiv irgendwas hinmachen. Würde ich sagen, wenn ich da mal einen Magier hin. Oh. Oh. Hier denke ich auch noch einen Nekromant einfach draus. Weil wir nämlich hier überall Truppenabdeckung haben. Freedom! Freedom!
So, da kriegen wir nämlich dann auch Truppen von dem. Und da kämpfen sie dann auch schön. So, der Gorilla, und der ist immer lustig, wenn man den nekromantisiert. Kann da jemand sich um die Flugviecher kümmern? So. Hail to the King! Dann machen wir den auch mal wieder. Ja, das hier war der Gorillon, ne? Der fette. Wieso auch immer ein Gorilla so ein menschliches Skelett dann in sich hat. So ein großes. Das macht jetzt nicht unbedingt Sinn, aber. So ist das hier eben. Shit am Weg! Ja, ganz genau. Freedom! Ja, dann werden die jetzt wohl gebrutzelt. Haben die Skelette? Ne, die haben keine Skelette, das ist ja blöd. So. Dann backen wir sie jetzt alle wieder durch. Mal sehen, was machen wir hier. Dann machen wir am besten auch nochmal einen Bogen. Weil da öfter mal die Flugviecher kommen. So. Der ist ja schon mit Reichweite ausgestattet, deswegen kann ich da auch den anderen machen. Axe is ready, man. So. Freedom! Mach mir hier vorher vielleicht den. Und der Magier-Teil wäre auch nicht schlecht, wenn ich den dann hier mal mache demnächst. Hat nochmal gut gegangen. So, die braten sich jetzt da wieder. Freedom! Watch out for the voodoo! So. The tribe has spoken, man. Ah,
Dann werden sie wieder hier gebrutzelt. Also die sind jetzt fast keine Bedrohung mehr im Grunde.